Ja, so ein Kerl wünscht man sich. Ja, wünsche ich dir auch wieder süße Träume. Er macht sich ziemliche Vorwürfe, was im Tower passiert ist und dass er hätte früher da sein sollen und so weiter und so weiter. Kennt man ja alles. Captain Einsicht. Aber Elena ist immer noch wach. Ja, alle haben frisch geschlafen, ausgeruht und so weiter und so weiter. Der wäre doch ein Frühstück ganz nice, ne? Dann kann ich wieder den Monster hören. Tja, kein Frühstück. Okay, jetzt verstehen sich wieder alle wunderbar. Herrlich. Kann es ja weitergehen. Sehr schön. So. Wo sind wir hergekommen? Da sind wir hergekommen. Da geht es höchstwahrscheinlich nicht lang. Weil. Die Steinchen runterrollen. Oh, okay. Kommen wir doch hin. Müssen wir sogar. Ist ein bisschen Geld und ein paar Spinnchen. Und da geht es sonst leider nicht lang. Also auf geht's in den Fight. Jetzt ist Elena beim Überschlafen hier stärker geworden oder wie? Oh, da ist ein Zauber auf Elena, so wie ich das sehe. Da ist ein Zauber auf Elena. Webtrap! Spinnweben! Macht Schaden und hat die Bewegungsgeschwindigkeit um 1 verringert. Movement Speed ist der. Das Attribut, was bestimmt, wie schnell man auf dem Schlachtfeld ist. Weil sie wurde etwas langsamer, aber das spielt ja wohl wirklich keine Rolle bei dem kleinen Vieh. Haben wir wenigstens Geräusch wieder? Haben wir auch nicht. Scheiße aber auch. Naja, gut. Bei der nächsten Aufnahmesession haben wir es dann wieder hoffentlich. Ich mag nämlich das Geräusch. Und hier schon wieder das hässliche Bird. Sie können schimmer irgendwo gestohlen bleiben, die Mistdinger. Aber ich habe das Gefühl, nein, habe ich nicht. Verwechseln irgendwie mal was. Ja, da haben wir Steinchen und da ist Truhe. Wie kommen wir bis an die Truhe ran? Oh mein Gott. Könnt ihr vielleicht sagen, wie? Okay, ja. Bowling! Oder Kegeln! Alle 6! So, bevor wir weiterkämpfen. Geht es nach unten? Die Truhe ausplündern. Ein Gegengift, New Miss Elixier und eine Kristallbrosche.
Kristallbrosche könnte nützlich sein. Minus 2 Attacke, aber dafür ganz viel Defense. Gehen wir auf jeden Fall hier. Und der 2-2, naja. Nehmen wir es einfach mal. Bisschen ATK-Schaden nicht mehr. Da er eh schon tanky genug ist. Da haben uns die Schweine schon wieder überrascht. Zack und zack und tot und zack und zack und zack. Und tot und tot. Gotta work even harder. Okay. 628 Special Coins, die werden wir uns erstmal ein bisschen aufheben. Boah, was ein Secret. Und da bekommen wir einen Climbing Head. Das ist doch kacke, ja, aber auch schon wieder keinen Sound, das aufzunehmen. Ist ja merkwürdig. So. Gibt jetzt zwei Defense mehr, sehr schön. Gold, 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 komm in meine Taschen. Oh mein Gott, da kommt eine Schlange raus. Jetzt haben wir eine Schlange befreit und die werden wir auch gleich wieder von ihrem Leib befreien. Beziehungsweise von ihrem Leben. Schwer, schwer, was greift man an? Aua, greifst du mich an? Dann greif mich an Ryono an. Ja! Du greifst sie nicht an. Also, na gut, jetzt ist sie vergiftet. Ist natürlich nicht so toll, aber ist ja kein Problem. You better practice if you wanna beat me. So, können wir gleich ein bisschen Magie einsetzen, so. Simsalabim. Von Elenas Holy Egg einmal das Cure benutzen. Um das Gift zu heilen. Oder aber haben wir noch ein Doppelspinnchen. Zack! Oh, leider, leider nicht geschafft. Schön war ein Webtrap unter die Füße. Ach ja, ich freue mich schon später aufs spätere Spiel. Gibt's auch richtig schöne tolle Ausrüstung. Und richtig schöne tolle Moves und so weiter und so weiter. Aber bis dahin ist leider noch ein langer Weg. Und da werden wir erstmal jetzt eine Leiter runterklettern. Warum auch nicht? Oh, da haben wir ein Monster-Pack aus zwei Schlangen. Und einer Spinne. Das erste Dreierpack. Sollte aber auch kein Problem sein. Sind da schließlich alle schwache Monster. Oh, der hat leider noch zwei Leben. Natürlich ärgerlich. Ja, jetzt blockieren die sich gegenseitig. Oder ich blocke ihn. Das kleine Spinnchen. Aber natürlich, wir, nicht nur wir können Ausdauer verlieren, sondern auch die Feinde. Weil man sie geschickt anstellt. Und das alles dem Zufall überlässt, dann kriegt man das schon hin. So, hier haben wir einmal die Dinger fest, damit die nicht runterfallen. Okay. Oh oh, schon wieder so ein Pack. Ja, okay, das ist ein Counter, das heißt, sie ist auf jeden Fall tot. Macht da einer noch was Schaden? Ja. Also, ein Counter macht immer mehr Schaden. Schön 504, schön. Auf den Kanzel-Effekt. Oh, nö, nicht schon wieder.
Ah, konnten wir leider nicht mehr unterbrechen, ist aber ärgerlich. Und das hat sogar einen Kanzel-Effekt gehabt. Das heißt, dieses Webchip ist wahrscheinlich auch der erste Skill von denen. So. Einmal Power-Ups, bitte. Upgraden wir erstmal den Tensake and Slash. Die anderen Skills brauchen wir erstmal noch nicht. So unbedingt. So, hier haben wir einmal. Oh, unser erster Angriffszauber auf dem Ei. Tremor. Oh, wieder fest. Also normalerweise könnte man jetzt hier durchgehen. Aber ich gehe unten lang, hier sind natürlich noch ein bisschen Erfahrung. You were surprised. Oh, meine Elena ist bald tot. Sie hat jedenfalls schon eine gelbe Anzeige. Natürlich nicht so toll, wird natürlich gleich geheilt. Nach dem Kampf. Na, blockt euch nicht. Ja, wunderbar. Die blocken sich nicht, die verstehen sich langsam. Die verstehen sich langsam. So, einmal hier Healer und einmal hier Healer. Das heilt unglaublich viel. Und Healer heilt ja noch mehr, das ist unglaublich. Wieder surprised? War ja klar. Warum auch nicht? Und kaboom! Sechs Erfahrung bis Level 11 für Elena. Wunderbar. So, sind wir am Ende angekommen. Wir sollten also eigentlich gleich raus sein aus den Iron Mountains. Ja, sieht schon wieder nach dem Ende aus. Ja, ein bisschen Gold noch absnacken. Und hier geht's nach draußen. Nordtelestia. Und, wo können wir nun hin? Geartown. Die nächste Stadt. Eine Wüstenstadt. Ja, so eine kleine Übersicht ist, glaube ich, meist in den meisten Städten immer so. Dass so ein kleiner Spectator-Rundgang gemacht wird. Damit man sich das alles mal so schön vorstellen kann. Ruinen. Nichts als Ruinen und davor eine Barrikade. Also, naja, gut. Ryudo, ist das eine Stadt? Oder etwas? Beide richtig geschockt. Und sie möchte in einem richtigen Raum schlafen, auf einem richtigen Bett. Mit einer richtigen schönen Decke, auf einem richtig schönen Kopfkissen. Okay, und sie suchen jetzt einen Platz zum Resten. Und hier kommen wir gleich mal den. Ah, ist da gar nicht der Shop? Doch, ist der Shop. Mensch. Ja, was ist passiert? Wir wurden attackiert und jetzt verkauft ihr Zeug und so weiter und so weiter. Und da haben wir direkt die nächste Waffe für ihn. Aber geben wir erstmal Elena ein bisschen was. Das kann natürlich jetzt sehr teuer werden und hier sollte man auch direkt immer gleich am Anfang vergleichen. Ah, jetzt habe ich das im Auge. Sollte man immer was vergleichen. Was gut ist für wen? Ah, das ist eine Leather Jacket für. Elena. Können wir gleich mal ausrüsten. So.
So. Leiser ist das Ding immer noch besser für sie. Der Leather Bandana. Ein Chainmail. Okay. Aber für ihn. Und 800 Gold haben wir leider nicht mehr. Kriegen wir bestimmt noch zusammen. Naja, klar, kriegen wir zusammen. Ist ja wohl kein Problem. So, dann sind wir auch. Ich mache hier auch mal sogar noch Sleep Charm, so Schlafresistenz. Dann sind wir auch perfekt ausgestattet. Oh, der sagt jetzt. Irgendwas mit Wix, 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 wie auch immer er heißen mag. Gehen wir doch gleich mal in die Taverne hier rein. Schönes kleines Häusel. Cover. Safe Game. Machen wir mal einen dritten Slot. Wir haben schließlich 130 Slots zum Speichern. Und ich würde sagen, wir machen erstmal Pause, bevor wir uns mit dem Tavernenbesitzer unterhalten. Und ein bisschen mehr Pause machen, ja so. Uns ein gemütliches Bett legen und dann mit die Decke. Und ihr wisst ja schon, wie es weitergeht. Ja, also dann. Bis zum nächsten Mal, wenn uns der Tavernenleiter, ich mag den Namen nicht aussprechen, Wix, Wix, wie auch immer man das ausspricht. Wenn er uns sowas Schönes erzählt. Bis dann, haut da rein und ciao, ciao, euer Ducky.